So, ich möchte euch Urlaubsseminare vorstellen. So, hier Kroatien haben wir euch vorgestellt, aber Teneriffa noch nicht. In Teneriffa haben wir 12 bis 14, 16 Seminare schon gegeben. Unsere Sendungen sind immer deutsch-spanisch. Es ist ja wow, ganz toll, die Verbindung, die man einfach auch mit den Spaniern bekommt. Es ist eine totale Herzenergie. Ich bin immer berührt und ich bekomme Sehnsucht. Es ist nicht ein Teneriffa-Urlaub, wo man ein bisschen, okay, Vulkan und so. Du spürst einfach die Insel, man kann da schon baden. Wir sind jetzt 5. bis 8. März da. Und ihr seid eingeladen, da mitzukommen. Thema ist Entdecke der Künstler in dir. So, egal was du mir sagst, egal was dich eingrenzt, ich bitte dich drum, bitte schenk mir das, was dich eingrenzt. Und ich sage es jetzt so provokativ, aus jedem Drama mache ich eine Komödie, wenn du willst. Etwas, was dich, ein Schmerz, den du hast, ist vielleicht eine neue Tanzrichtung. Ein Gedankenmuster, der dich beschränkt, ist vielleicht eine neue Poesierichtung. Ein Familienproblem ist vielleicht oder Spannung ist vielleicht ein ja, vielleicht bist du ein Regisseur, ne? Kannst im Theater gut arbeiten. So, wir haben in Teneriffa sind auch Theater durch uns entstanden, also schon nach, wir sind seit 3 Jahren nicht mehr da, aber die Leute arbeiten weiter. Ich könnte euch einiges jetzt zeigen, aber das mache ich jetzt in eine andere Sendung. Also welche Schönheit die Menschen dort haben. Und ja, also das ist hier. Das ist sehr, sehr berührend in Teneriffa. Weil, also man lernt im Ausland auch viel schneller und intensiver. Und es ist sofort eine Verbindung da mit den spanischen Leuten und man lernt dieses Land dann einfach auch nicht touristisch kennen, sondern so, wie es wirklich ist. Und es ist toll. Also es hat mich von Anfang an, es hat mich so berührt, es hat mich so gepackt. Und das Besondere an dieser Insel ist auch, weil es einfach die Vulkaninsel ist, alles, was da geschieht und was da gemacht wird, ist sehr, sehr gefühlsmäßig, sehr emotional. Also da kommt alles raus, da kommt alles an die Oberfläche. Das, was man will, es ist, da bleibt, das ist einfach so. Und alles, was dort geschieht, deswegen werden so viele Seminare auch in Teneriffa gemacht, auch von Deutschen, fliegen dort extra hin und machen ihre Seminare dort. Das geht, alles, was dort geschieht, breitet sich aus, ohne dass die anderen mitkriegen, was dort überhaupt geschehen ist oder geschieht. Es breitet sich einfach auf dem ganzen Kontinent, in der Welt aus. Es geschieht einfach. Ja, der Vulkan ist verbunden einfach auch mit den anderen Kontinenten. Ne? Ja. Das heißt, wenn ihr Urlaub machen wollt, es gibt kein schöneres Urlaub. Wir kümmern uns um Logistik. Hier bucht den Flug. Also das wird stattfinden. Es ist schon sicher, ihr könnt schon Flug buchen. Kurze E-Mail, aber dass ihr euch vorher kurz informieren. Anmeldet. Ne? Vom 5. bis 8. März, natürlich 2-3 Tage vorher, 2-3 Tage danach, sind 4 Tage. Und es gibt nichts Schöneres, mit Freunden zu sein und diese Orte einfach auch mit Freunden zu genießen. Man hat natürlich Platz zum Baden und für alles, was uns interessiert. Und doch, die Abende sind wunderschön und tagsüber sowieso auch. Ich habe mal nur, dass ihr wisst, informationsmäßig, ich habe mal nach Flügen geschaut, also man bekommt jetzt noch, wenn man jetzt bald bucht,
für 300 Euro hin und rück von verschiedenen Orten von Deutschland oder auch Schweiz oder Österreich. Also 300 Euro kriegt man noch und das ist wirklich sehr, ein sehr guter Preis. Ja, über Spanair ist manchmal auch mit Zwischenlandung in Madrid, ist manchmal auch günstiger. Nee, ist jetzt schon das günstigste, momentan. Mhm. Gut, also März in Teneriffa, da ist schon Sommer. Die Blüte, die Orangenblüte oder die Hibiskus und so weiter. Gut, dann seid herzlich.